Wir betrachten heute einen Bibeltext, den wir schon in der Einleitung gehört haben, aus Lukas 10. Und den Abschnitt 25 bis zum 37. Vers. Und ich möchte auf die Geschichte des barmherzigen Samariters detailliert eingehen. Und wir haben gehört, dass der Mann von Jerusalem nach Jericho ging. Und ich möchte kurz ein paar Sachen zu dieser Wegbeschreibung sagen, von Jerusalem nach Jericho. Das waren in Englisch 3 bis 4 Meilen und es war eigentlich eine Wüste, eine felsige Wüste, wo nichts gewachsen ist. Da gab es hin und wieder ein paar Dornsträuche und auf diesem Platz gab es den Ort Adumin und dort gab es ein Mordtal. Und man hat dort gewöhnlich auch Raubüberfälle erwartet und wurden Raubüberfälle vollzogen, wie wir auch in Vers 30 lesen. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Und dort gab es Felsen oder gibt es Felsen. Dort kann man bis zu 800 Meter hinunterstürzen. Es ist eine Totenstille in dem Tal. Und jeder Wanderer, der dort vorbeiläuft, man hört ihn schon von Weitem, es hallt. Und man kann jeden ausfindig machen, der dort entlangläuft. Ja, warum erzähle ich das? Ist erstmal über die geografische Lage, weil es ist interessant, in meiner Bibel steht, es ist die Schlachterbibel, steht das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und Jesus oder auch hier die Bibel sagt nicht, dass es ein Gleichnis ist, sondern es steht als Überschrift von der Bibelgesellschaft oder von den Übersetzern. Und ich habe ein paar Gründe, warum diese Geschichte kein Gleichnis ist, sondern eine tatsächliche Geschichte passiert ist. Und ich möchte euch die aufzählen und euch die Gründe dazu sagen. Erstens sehen wir im Vers 25, dass Jesus in einem Gespräch ist mit einem Schriftgelehrten, mit einem Gesetzesgelehrter. Und der Gesetzesgelehrte kommt heran und möchte Jesus versuchen und fragt ihn nach dem Zugang zum ewigen Leben. Jesus sagt, das größte Gebot musst du halten, Gott lieben und den Nächsten lieben. Und der Gesetzesgelehrte möchte sich rechtfertigen und sagt, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt ihm Jesus eine kurze Geschichte von ein paar Verse. Und in Vers 37 oder Vers 36 stellt Jesus dem Schriftgelehrten die Frage, er sagt, welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Und der Schriftgelehrte, er antwortet, der die Barmherzigkeit geübt hat. Also es ist schon sonderbar, dass nach ein paar Sätze, die Jesus sagt, der Schriftgelehrte schon überführt ist und schon weiß, worum es geht. Man überlegt, dass so ein Mann 20, 30 Jahre lang das Alte Testament studiert hat und nur nach ein paar Sätzen von Jesus schon überzeugt ist. Ich glaube, dass Jesus diesem Mann nicht nur das Wort Gottes als Spiegel vorgehalten hat, sondern auch sein eigenes Leben. Weil das Menschenherz, es verlangt ja nach Wahrheit, nach verlassbarer Wahrheit. Und Jesus wollte diesen Mann so überzeugen, wie er auch damals den Nathanael überzeugt hat. Jesus hat zu Nathanael gesagt, ehe dich Philippus rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Und der Nathanael war so tief im Innersten ergriffen. Und so war auch dieser Schriftgelehrte. Weil er war ja als Gegner aufgetreten von Jesus. Und nach ein paar Verse ist er schon völlig überzeugt. Also da hängt schon mehr daran, als es nur ein Gleichnis. Jesus wollte mit diesem Geschichte den Schriftgelehrten von seinem Pharisäertum heilen. Dieses harte Richten, dieses herzlose Pharisäertum, davon wollte Jesus ihn heilen. Und es macht auch Sinn, weil in diesem Mordtal, von dem ich euch erzählt habe, da reiste man gewöhnlich in einer Gruppe. Aber, und in dieser Geschichte steht hier, dass der Samariter reiste alleine, der Priester reiste alleine, ein Levit reiste alleine und eben dieser Verwundete, der Überfallene. Also ist dann schon irgendwann ein Umstand da gewesen, warum die Leute sich getraut haben, auch durch dieses Mordtal alleine zu reisen. Und das macht Sinn, wenn in Jerusalem ein Fest war. Also er reiste von Jerusalem nach Jericho hinab. Und so Feste gingen ja eine Woche, tagelang.
Und vermutlich ist da dieser Verwundete, dem das alles geschehen ist, erst in Jerusalem zum Fest gewesen, ist dann nach Jericho gereist, vielleicht hat er dort gewohnt und dachte, okay, zu Festzeiten, weil die Straße von Jerusalem nach Jericho so belebt war, dann wage ich es auch, alleine zu reisen. Nur zu den belebten Festzeiten konnte man alleine reisen, die Wegstrecke von Jerusalem nach Jericho. Sonst ist man in einer Gruppe gereist, weil eben die Gefahr, unter die Räuber zu fallen, war so groß. Und deswegen denke ich, dass dieser Schriftgelehrte, zu dem Jesus das hier alles sagt, war persönlich dieser Mann, dem diese Raubüberfallen passiert ist, der selber der Verwundete war. Ich komme nachher noch ein paar Mal darauf zurück und dann wird es verständlicher sein. So bekommt die Geschichte nochmal einen ganz anderen Charakter. Dass es nicht nur eine Geschichte ist, die Jesus plötzlich erfunden hat oder ein Beispiel aus dem natürlichen Leben, sondern dass es sich um eine persönliche Situation über den Schriftgelehrten handelt. Und ja, wir fangen mal an mit dem ersten Vers, Lukas 10, ab Vers 30. Dort sagt Jesus, da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Man sieht schon, Jesus sagt, er erwidert, also er macht eine Gegenargumentation. Der sagt, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Also hier, das war das Besondere, dass dieser Mensch nicht nur ausgeraubt wurde, sondern auch noch fast getötet wurde. Und bei Einbruch der Nacht kommen die wilden Tiere und der Mensch liegt halbtot da. Sengende Hitze, ich weiß nicht, wie viel Grad dort ist in Israel, aber kann man schon vorstellen, dass es 30, 40 Grad dort ist. Und er liegt. Und dann lesen wir in Vers 31, es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Unverhofft kommt oft. Und ich kann mir vorstellen, wie der Verletzte lag auf dem Boden und dachte, Mensch, endlich ein Priester. Also der wird mir doch bestimmt helfen. Und wenn das so ist, wie ich denke, könnte es sein, dass dieser Schriftgelehrte, der unten auf dem Boden verletzt lag, vielleicht kannte er sogar diesen Priester, der vorbeikam. Und er dachte, hey, das ist kein Zufall. Endlich einer von meinen, der wird mir helfen. Aber dieser Kollege lässt ihn im Stich. Nach der neuen Genfer Übersetzung steht für Vers 31, zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Und dann steht, er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Also man sieht nochmal, er musste sich wirklich anstrengen, diesem Verletzten aus dem Weg zu gehen. Ich habe mal ein Zitat gelesen, dort steht, was der Mensch nicht beabsichtigt, ist Gottes Fügung. Und das, was menschlich gesehen ein Zufall ist, ist Gottes Ratschluss und seine Vorherbestimmung. So, Gott hat es wirklich, ich sage mal so von Ewigkeit her, geplant, dass dieser Mann hier vorbeiläuft, dieser Priester. Und der Priester ist ja jemand, der den anderen gerade die Nächstenliebe einschärfen soll. Wenn wir aufschlagen den Propheten Malachi Kapitel 2, Vers 7. Dort steht, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Also der Priester, dem war seine Aufgabe, den anderen über Nächstenliebe zu belehren und hat es nicht gemacht. Und dann lese ich weiter von Malachi, Kapitel 2, Vers 8, dort steht dann, ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. So, es ist wirklich der Priester, wenn er das nicht befolgt, was er andere lehrt, dann bringt der andere zum Abfall. Und ein Priester ist ja selber auch mit Schwachheit behaftet. Das lesen wir zum Beispiel in Hebräer 5. Hebräer 5 und dort den ersten Vers, beziehungsweise den zweiten Vers. Dort geht es um Hohepriester und dann steht,
Ein solcher, ein Hohepriester, kann Nachsicht üben mit den Unwissenden und Irrenden, da er auch selbst mit Schwachheit behaftet ist. Also der Priester, er weiß doch selber, er ist ein Mensch und er irrt auch und er ist selber mit Schwachheit behaftet. Aber nein, er geht vorbei an diesem Verwundeten. Und wenn der Verletzte überhaupt in der Lage war, seine Augen zu öffnen, wie muss er diesen Priester angeschaut haben? Und ich möchte mit euch mal zusammen überlegen, was waren die ersten Gedanken des Priesters, als er den Verwundeten gesehen hat? Hat jemand eine Idee? Ist doch tot? Okay, bringt nichts, machen wir nichts. Warum? Genau. Also ich habe mir als erster Gedanke, dachte er, boah, hier ist gefährlich. Ich kann hier nicht bleiben. Also hier sind die Mörder unterwegs. Also ich bleibe hier nicht. Der zweite Gedanke, Gott sei Dank, mir ist sowas nichts passiert. Wenn ich zu Hause bin, dann danke ich erstmal Gott, dass er mich bewahrt hat. Dritter Gedanke, niemand sieht was. Also verlangt doch niemand etwas von mir. Der vierte Gedanke, niemand sieht die gute Tat. Dann brauche ich es auch nicht machen. Und Jesus ergreift es auf in Matthäus 23 und das müsst ihr euch mal so richtig vorstellen. Jesus sagt in der Strafrede gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer, er sagt, alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Ja, natürlich hat der Priester keine Lust, dem Verwundeten zu helfen. Sind der Priester und der Levit besser als die Räuber, die den armen Verwundeten so zugerichtet haben? Was sagt das Gesetz zu dem Gesetzesgelehrten? Jesus sagt, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Also ein Gesetzesgelehrter muss auch sein eigenes Gesetz kennen. Ja, und dann geht's weiter. Dann ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Also auch der Levit, der Mann, der nach dem Alten Testament auserkoren war, für Gott zu leben, der nicht wie die anderen Berufe machen soll, er sieht auch die Sachlage und er geht vorbei. Ein Mensch nahe an der Ewigkeit. Mit Leib und Seele liegt er dem Verderben ausgeliefert und sie gehen vorbei. Und Jesus sagt in Lukas 11, Vers 42, sagt Jesus, aber wehe euch, Pharisäer, dass ihr die Münze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht. Also jetzt wirklich im buchstäblichen Sinne umgeht. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Und in Hiob 6, Vers 14, ich lese dieses das war Luther-Übersetzung. Dort steht, wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf. Und jetzt sehen wir eigentlich das Problem gewesen bei den Priestern und Leviten. Die waren gar nicht gottesfürchtig. Die waren gar nicht richtig gläubig. Und aus dieser Herzenshaltung kommt halt die Unbarmherzigkeit. Sie kannten das Gesetz dem Buchstaben nach, aber der Buchstabe, er tötet, wenn er ohne Geist ist. Und so waren die Priester damals. Die Barmherzigkeit gibt Aufschluss über das innere geistliche Leben. Der Mensch, der dem Heiligtum diente, der Levit, der ging vorüber. Der Priester, der das Gesetz kannte, der ging vorüber. Und jetzt sehen wir, warum Jesus gerade diese Geschichte unbedingt dem Schriftgelehrten sagt, weil er dem Schriftgelehrten des tiefen innersten Herzen bohren möchte. Ja, dann lesen wir weiter in Lukas 10, die Geschichte, da heißt, ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und die Liebe des Samariters ist ja schon bemerkenswert, er hat jetzt kein Strohfeuer gehabt, irgendwie nicht so ein auffallendes Gefühl, was kurz brennt und nachher dann wieder erlischt, sondern er war wirklich treu und ausdauernd. Er nimmt diesen Armen, verpflegt ihn, hieft ihn auf sein Tier in diesem Mordtal und
nimmt den mühsamen Weg zur Herberge auf sich. Dieser Samariter, er war ja auch unterwegs, er kam auf seiner Reise und ich denke mal, er ist nach Jerusalem gegangen und wollte dort Geschäftliches erledigen, also bestimmt nicht wegen einem göttlichen Fest. Also er war schon auch unterwegs in Zeit und durch dieses Mordtal geht man schnell hindurch. Aber nein, als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Er unterbricht seine Reise, er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden. Und wie ist es so als Christ? Ist nicht das, was irgendwie auch Jesus von uns fordert, dass so die Barmherzigkeit so irgendwie unsere Ausstrahlung ist? Jesus sagt in Matthäus 9, ich habe jetzt den Vers, finde ich jetzt gerade nicht. Er sagt, geht aber hin und lernt, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Also Barmherzigkeit ist auch etwas zum Erlernen. Und Jesus sagt mit meinen Worten, bevor du große Opfer machen möchtest und nach Indien gehen möchtest, sei doch barmherzig gegenüber deinem Nächsten. Barmherzig gegenüber der Ehefrau, den Kindern, den Eltern, den Geschwistern. Und wie ist es doch so, dass wir auch oft versucht sind, Straßenengel und Hausteufel zu spielen. Auf der Arbeit gegenüber den Chefs sind wir schön freundlich, aber sobald man zu Hause ist, da lässt man sich gehen und, wie sagt man, man lässt den inneren Schweinehund raus. Also man ist einfach so unfreundlich. Wäre der Samariter an diesem verwundeten Mann vorbeigegangen, hätte er eigentlich nach Grundsätzen der Pharisäer richtig gemacht, aber er hatte echte Liebe bei sich. Lukas schreibt weiter, er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Also er opferte sein eigenen Reiseproviant, das Öl und das Wein für diesen Verletzten. Und dann steht, und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn. Und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Und ich finde das so interessant. Dieser Samariter ist ihm so auf Bescheidenheit bedacht. Also er gibt diesem Verwundeten ja dem Wirt ab und dann geht er. Und später, irgendwann kommt er zurück. Vielleicht ist der Verwundete schon wieder genesen und schon weitergereist. Und dann zahlt er dem Wirt die Schulden zurück. Also irgendwie möchte er nicht, dass sein Name so publik wird, dass er so öffentlich genannt wird. Im Stillen macht er diese barmherzige Tat. Und es scheint so, als würde Jesus diesen Schriftgelehrten, nachdem er die Geschichte ihm erzählt hat, ihn fragen, wo bietet sich dir die nächste Gelegenheit an, als Samariter zu handeln? Und der Samariter, er hat nicht gefragt nach Abstammung oder nach Volksgenossenschaft, ich meine, es war ein Mischvolk und die waren verfeindet mit den Juden. Also die waren wirklich, wollten nichts miteinander zu tun haben. Und echte Liebe fragt nicht nach Herkunft, nach Abstammung, sondern nach der Not des Nächsten. William Booth, der Gründer der Heilsarmee, sagte mal, die Not ist der Ruf. Die Not des Nächsten ist der Ruf und die Not des Nächsten schreit nach Liebe. Und ein Wilhelm Löhr, der hat 1808 bis 1872 gelebt. Er sagt ein Zitat. Er sagt, unter jedem Volk, wer dich brauchen kann, wen du näher kennst, der ist dein Nächster. Und je mehr er dich braucht, je mehr du ihm nützlich sein kannst, desto mehr ist er dein Nächster und du seiner. Das Beispiel des Priesters und des Leviten haben gezeigt, dass Liebe zu eigenem Volk, dass wenn man Liebe begrenzt nur auf die eigenen Leute, dass es Gefahr läuft, dass man am Ende gar keine Liebe hat. Weil schlussendlich wird auch da, wenn der Egoismus irgendwann durchdringt, dass man auch die eigenen Leute dann nicht mehr richtig liebt. Und die echte Liebe, sie wiegt nicht ab, ob der andere jetzt wert ist, geliebt zu werden, sondern sie liebt, weil der andere Hilfe braucht. Einer hat mal gesagt, wer Liebe hat, der wird nie darüber im Zweifel sein, wem er sie beweisen soll. Oder der Kirchenvater Augustinus, und der hat einen tiefgehenden Gedanken gesagt, er hat gesagt, habe Liebe
und tue, was du willst. Das, was dir auf dem Herzen liegt, das, was dir auf der Seele brennt, das mach. Die Bibel sagt, habe deine Lust am Herrn, so wird er geben, was dein Herz begehrt. Wenn dein Herz danach schreit, jemand zu helfen, dann tu es. Ich habe in Tagesschau mal gelesen, jeder Vierte in Deutschland ist psychisch krank. Und gibt es nicht Menschen auch in unserer Umgebung, die psychisch Hilfe brauchen? Genauer gesagt brauchen wir alle irgendwie psychisch immer Hilfe. Jesus hatte dieses Beispiel dem Schriftgelehrten gesagt über die Nächstenliebe, um ihm seine Wunde zu zeigen und dem Schriftgelehrten zu zeigen, was ihm fehlt. Aber wenn wir den Absatz ein bisschen vorher betrachten, da geht es ja darum, um das größte Gebot. Und der Schriftgelehrte sagt, das größte Gebot ist, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Das Gott zu lieben, da brauchte der Schriftgelehrte keine Unterweisung. Da war das Beispiel des Samariters ihm nicht hilfreich. Er wusste, wie man Gott liebt. Er kannte das Gesetz von klein auf. Er konnte die Tora schreiben, er konnte das alles lesen. Aber Jesus, er wollte ihm zeigen, durch das Gebot der Nächstenliebe, dass es ihm auch an dem Gebot der Gottesliebe fehlt. Jesus wollte sozusagen an dem, wenn ich das so erklären kann, an dem größten Gebot, wenn man das unterteilen darf, in einem Muttergebot, dass man Gott lieben soll, und in einem Tochtergebot, dass man den Nächsten lieben soll, wollte Jesus durch dieses Tochtergebot den Pharisäer hinführen zu dem Muttergebot, nämlich Gott zu lieben. Weil echte, aufrichtige Liebe kommt durch göttliche Liebe. Und dem Pharisäer hat es auch daran gefehlt. Und Jesus wollte diesen Menschen heilen und ihm helfen. Diese Geschichte, sie zeigt uns aber nicht nur, wie man barmherzig sein kann. Ich glaube, diese Geschichte hat noch viel mehr zu sagen. Nämlich, dieser Mensch, er ging ja von Jerusalem nach Jericho. Also er bewegte sich von einer heiligen Stätte hinweg. Und es ist nicht so, dass wir alle uns einmal aus Gottes Gegenwart hinweg bewegt haben, wie Adam und Eva aus dem Garten Eden, dass wir gegangen sind, unseren Weg und auch unter die Räuber fielen. Wer ist der Räuber? Jesus sagt es in Johannes, Kapitel 8, Vers 44. Dort sagt Jesus, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Jetzt, der war ein Menschenmörder von Anfang an. Und sind nicht wir auch auf unserem Lebensweg unter diesen Mörder gefallen? Und hat er uns nicht ausgeraubt? Unser Kleid, was Gott uns geschenkt hat, aus Gerechtigkeit, aus Unschuld, aus Sündenfreiheit, hat er das nicht weggenommen und zerrissen? Und hat er uns auch nicht wie diesen Menschen halbtot liegen gelassen auf einer Straße? Aber wir waren nicht nur halbtot, sondern so wie ganz tot. Wir hatten nur noch ein Fünkchen Leben, und dieses Fünkchen Leben war für uns da, damit wir Gottes Stimme hören können, damit wir Gottes Wesen erkennen können. Und wäre nicht ein barmherziger Samariter an unserem Weg vorbeigegangen, ein Jesus Christus, der uns aufgelesen hat vom Wegesrand, dann wären wir doch ewig verendet und in die Hölle gekommen. Jesus Christus, er zeigt in diesem Beispiel mehr als Barmherzigkeit, er zeigt dir auch die Erlösung. Er ist in dieser Geschichte der barmherzige Samariter, der die Halbtoten vom Wegesrand aufliest. Es war Gnade, dass er uns gefunden hat. Die Bibel sagt, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor Gott etwas mit etwas groß tun kann. Und dieser Verletzte, er liegt am Straßenrand und der Priester und Levit kommen vorbei. Und so ist das ja auch, ein Mensch, der in Sündennot ist, ihm kann das Gesetz und der Opferdienst auch nicht helfen. Die Bibel sagt, aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und eine neue Übersetzung sagt, denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt.
Und das ist auch so ein Mensch, der verloren ist. Ihm hilft es nicht, wenn man durch Rituale, durch Äußerlichkeiten, durch Gewohnheiten den Menschen helfen möchte. Nur der barmherzige Samariter, der ihn aufliest, ein Heiland, der den Menschen vom Straßenrand holt, er kann ihm helfen. Genauso der Levit, er konnte dem Verlorenen auch nicht helfen, diesem Mensch, der am Straßenrand liegt. Ich möchte einen Beleg dazu vorlesen aus Hebräer 7, Vers 19. Hebräer 7, ab Vers 19. Und ich möchte das einmal nach der Schlachtübersetzung lesen und dann nach einer neueren, die ist ein bisschen verständlicher. Dort steht nach der Schlachtübersetzung: Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen können. Oder eine andere Übersetzung sagt: Das Gesetz ist nicht imstande gewesen, zur Vollkommenheit zu führen. Also dem Menschen im Sündenelend bringt es nichts. An die Stelle jener Ordnung ist etwas getreten, was uns eine Hoffnung gibt, die alles Frühere in den Schatten stellt und uns einen ungehinderten Zugang zu Gott möglich macht. Der Priester, das Priestertum, das Gesetzliche, der Opferdienst konnten den Menschen nicht helfen. Und so war es auch bei uns. Die Bibel sagt in 1. Johannes 2, Vers 2 von Jesus Christus: Er ist das Sündenopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Das ist die Errettung. Der Samariter, er nimmt den Verwundeten auf sein Tier. Und hat nicht Jesus gesagt in Lukas 15, dass er das verlorene Schaf auf seine Schultern nimmt und es heimträgt? Der Verwundete wurde bis zur Herberge gebracht. Das verlorene Schaf wurde in die Schafhürde gebracht. Und Jesus ist mit keinem anderen Vorsatz in die Welt gekommen, als mit diesem. Ich lese es vor in Jeremia 31, Vers 25. Dort steht: Denn ich will die ermattende Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Und dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Jeden Tag sterben 150.000 Menschen auf dieser Welt. Jede Sekunde gehen fast zwei Menschen in die Ewigkeit. Und Jesus ersucht, wie damals der barmherzige Samariter, er sieht den Verwundeten und hebt sie auf vom Straßenrand. Er entäußerte sich selbst, wurde ein Mensch und lieferte sich auch dieser Tagessitze aus, nahm Gefahr mit, dass er umgebracht wurde, wurde es auch tatsächlich umgebracht und suchte den Verlorenen. Und wie der Samariter so verachtet war, so war auch Jesus von Galiläa aus Nazareth so verachtet. Die Priester haben ihn verachtet, die Leviten haben ihn verachtet, die Mächtigen, die Könige. Aber er hatte ein Auge für die Menschen. Und damals die Priester und die Leviten, die hatten nicht mal ein Auge für sich selber. Sie hatten nicht mal ein sensibles Gewissen für sich. Deswegen steht ja, er kam in sein Eigentum, der Herr Jesus, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und der Samariter, er gebrauchte Öl und Wein, um die Wunden des Halbtoten zu verbinden. Und ist es nicht auch so gewesen, wenn der Heiland uns am Straßenrand hat angefangen, uns aufzuheben, wenn sein starker Arm uns aufhebt und sein Gesicht, sein Lebensatem, sein Odem uns anfängt anzuwehen, wenn sein kräftiges Wort, in dem er uns tröstet, aufhebt, uns anfängt aus dem Todesschlaf zu erwecken, wenn seine Gnade wie Öl anfängt uns zu beleben, unsere Wunden kühlen tut, und wenn sein Geist anfängt in uns hineinzuziehen, wie Wein, der die Adern so feurig belebt und so sein Geist uns beleben kann. Der Samariter, er legt den Verwundeten auf das Tier und bringt ihn in den sicheren Ort, in die Herberge, in die Gemeinde. Und so hat auch der Herr Jesus das Schaf in die Schafhürde gebracht. Wir liegen dem Herrn Jesus mit unserer Errettung auf den Schultern, mit unserem ganzen Gewicht. Ja, aber nicht nur unsere Sünden liegen auf ihm, sondern die der ganzen Menschheit. Von Adam an, jeder einzelne Mordgedanke, jedes einzelne Fluch, jedes einzelne Lügen, Stehlen, vom ersten Menschen bis zum letzten, liegen auf den Schultern des Samariters, dem sein Tier, oder auf den Schultern des Heilands, der uns in die Schafhütte bringt
Und dort auf Golgatha erfährt er Gottes Zorn. Die Schuld, die wir ihm drauf gemacht haben, Gott muss sich von ihm trennen. Und Jesus ruft verzweifelt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, warum hat Gott ihn verlassen? Wegen dir und wegen mir. Und ich möchte dich heute fragen, was hält dich davon ab, wenn du Jesus auch deine Sünden abgibst? Es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, warum nicht heute ein neues Leben mit Jesus zu beginnen. Entweder du liegst noch halbtot am Straßenrand oder Jesus kann dich aufnehmen und in die sichere Herberge bringen. Es gibt keinen einzigen Grund, warum du nicht heute dein Leben Jesus übergeben solltest. Amen.